Moin bei kugelbahn.de, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr wisst, im Herbst erscheint dieses Star Wars Gedönse für Gravitracks und die Vertical Cannon, mit der die Kugeln nach oben geschossen werden können. Ich habe jetzt auf der Ravensburger Presseseite da noch etwas weiteres entdeckt, und zwar diese Produktabbildung hier, Gravitracks AI. Da ist sogar ein Label drauf, powered by ChatGPT-5. Das ist die KI-Version, die im Sommer irgendwann erscheinen wird und die Menschheit unterjochen vermutlich. Und da wird es vielleicht einen Sprachassistenten geben, der dann bei Gravitracks bauen hilft oder so. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Auf jeden Fall sieht das Ding aus wie das Element Sound. Und möglicherweise ist es genau das, eine Art Sprachassistent. Und welches Szenario man damit durchspielen könnte, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, ich habe hier den virtuellen ChatGPT-Sprachassistenten Gravitracks AI und den werde ich jetzt einfach mal anschalten. Okay, jetzt blinkt das Ding. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt starten soll, aber ich mache einfach mal Hey Gravitracks. Ich habe hier mein Gravitracks-Set hier und ich bin bereit anzufangen. Was soll ich jetzt tun? Super, lass uns loslegen. Wie schätzt du deine Fähigkeiten ein? Versager, Anfänger oder Experte? Versager vielleicht jetzt, nicht unbedingt. Ich bin ja nicht Mitglied der Bundesregierung, deswegen würde ich vielleicht einfach mal sagen, wir gehen auf Anfänger. Super, du Anfänger. Lass uns gleich loslegen. Nimm zuerst eine Grundplatte. Okay, eine Grundplatte, ja, das kriege ich wohl hin. Dann setze ich dich auch mal hier drauf. So, okay, habe ich. Cool. Nimm jetzt einen grauen Hirnstein und setze ihn genau in die Mitte der Grundplatte. In die Mitte der Grundplatte. Ja, gut. Das ist ein Problem, weil es in der Mitte der Grundplatte gar kein Sechseckfeld gibt, was ich da nutzen könnte. Wie meinst du das? Ja, es gibt halt mittig in der Grundplatte kein Sechseckfeld, wo ich den Hirnstein reinsetzen kann. Und darum funktioniert das halt nicht. Na, dann setze es doch einfach drumherum. Sei nicht so pingelig. Ich bin ja nicht pingelig, aber na gut, ich setze ihn jetzt einfach mal hier rein. Ich hätte nur halt erwartet, dass eine Gravitracks KI weiß, dass in der Mitte einer Grundplatte von Gravitracks halt kein Sechseckfeld ist, wo man irgendwas bauen könnte. Können wir jetzt weitermachen? Ja, ja. Dann setze jetzt einen Kurvenstein auf den Hirnstein. Kurvenstein, okay. Dann baue ich den jetzt mal so rein und jo, habe ich. Jetzt haben wir ein Gefälle und können die Schwerkraft geschickt für unsere Zwecke nutzen. Setze einen weiteren Kurvenstein zwei Felder weiter. Okay, einen weiteren Kurvenstein. Ich setze ihn jetzt einfach mal so hin mit der Kurve in Laufrichtung, damit wir das dann auch verbinden können, was ja wahrscheinlich jetzt passieren wird. Du bist ein kluger Mensch. Das ist sehr vorausschauend von dir. Verbinde nun beide Teile mit einer Dreierschiene. Mit einer Dreierschiene verbinden, ja, aber das geht natürlich nicht, weil die beiden Kurvensteine ja nur zwei Felder auseinander sind, also müsste ich da eine Zweierschiene nehmen. Ach was, das wird schon funktionieren. Streng dich an, eben warst du auf einem guten Weg. Nein, das geht nicht, weil die beiden Kurven für eine Dreierschiene zu weit auseinander sind und ich kann halt nur eine Zweierschiene verwenden, um die beiden Kurven zu verbinden. Doch, das wird funktionieren. Vertrau mir einfach. Nein, es gibt doch keinen Sinn, mit einer Dreierschiene sowas zu verbinden. Darum nehme ich jetzt eine Zweierschiene und merk dir bitte für den späteren Bahnverlauf, dass hier eine Zweierschiene drin ist. Du verstehst das einfach nicht. Ich bin der Experte hier. Wir machen es auf meine Weise. Aber das ist doch so, als wenn ich eine 3 cm dicke Wand habe und eine 5 cm Schraube durchschraube und mich nachher wundere, wie so die Schraube auf der anderen Seite rausguckt oder was. Seit wann gibt es bei Gravitracks Schrauben? Und die Wände von Gravitracks Pro sind nicht 3 cm dick. Außerdem ist das sehr praktisch, wenn man nur eine Jacke aufhängen willst. Das war ja auch nur ein Beispiel, um die Unsinnigkeit der Dreierschiene darzustellen, möglichst bildlich. Du hast ja keine Augen. Doch, das funktioniert. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Himmelarsch und Wolkenbruch, weißt du, was ich glaube? Na, da bin ich ja mal gespannt. KI steht für keine Intelligenz.